Es herrscht geradezu eine Kaufpanik bei der Nvidia-Aktie. KI, KI, KI. Aber schauen wir uns mal die Struktur dieses Marktes an. Dann sehen wir unter der Oberfläche, die meisten Aktien sehen gar nicht so gut aus. Und das ist doch etwas untypisch für einen Bullenmarkt. Sieht so ein klassischer Bullenmarkt aus? Die Antwort ist nein. Klassische Bullenmärkte sehen anders aus. Wie, will ich gleich zeigen. Jedenfalls Nvidia, was ist da los? Klar, man hatte diese Zahlen gebracht. Letzte Woche hatte den Aktiensplit verkündet und offenkundig passiert jetzt eins. Die meisten institutionellen Investoren können es sich nicht mehr leisten, diese Aktie nicht zu haben. Und man hat teilweise das Gefühl, wie manche Kommentatoren hier schreiben, die Leute verkaufen alles, um dann Nvidia zu kaufen. Nvidia sehen wir über 5% im Plus. Viele Hedgefonds sagen, naja, wenn du jetzt Nvidia nicht in deinen Büchern hast, dann hast du vor deinen Anlegern ein Riesenproblem. Was? Du warst nicht bei Nvidia dabei, geht ja gar nicht. Und so sehen wir, dass heute Nvidia wieder weit über 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewinnt. Am Freitag waren es 75 Milliarden und dann am Donnerstag waren es 216 Milliarden. Die Aktie handelt jetzt übrigens weit, weit außerhalb ihres Bollinger Bandes. Und hier rechts sehen wir diese Grafik, die so ein bisschen zeigt, da ist ein Gebäude, das ein bisschen wackelig ist und Nvidia stützt dieses Gebäude. Hier sehen wir den Chart nochmal von Nvidia Exhaustion, könnte man dazu sagen. Also wahrscheinlich sind wir jetzt in der Übertreibungsphase bei dieser Aktie. Was ist die große Gefahr aus meiner Sicht für Nvidia? Ist jetzt weniger, wie manche US-Analysten meinen, naja, was ist, wenn die Unternehmen sagen, naja, wir verschieben jetzt mal die KI-Investition so ein bisschen nach hinten, zumal wir ja bisher nicht so richtig damit Geld verdienen. Der Schaufelverkäufer verdient Geld, Nvidia verdient Geld, aber Google, Microsoft, die haben Ausgaben, die haben Kosten, aber bekommen das nicht rein, nicht mit Gemini, nicht mit Copilot, wie diese ganzen KIs der verschiedenen Firmen heißen. Gerade Gemini ja jetzt in der Kritik, weil man völlig absurde Antworten gibt, weil man eben nicht unterscheiden kann zwischen Ernsthaftigkeit und Satire. Ich hatte das heute Morgen erwähnt, dass Gemini eben auf Satire-Seiten auch zugreift, weil wir es ja nicht wirklich mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, sondern mit Datenbankabfragen, wenn man mal es genau nimmt. Und da kann die KI nicht unterscheiden und gibt dann teilweise völlig absurde Antworten, die als Satire gemeint sind. Aber wie auch immer, wir sehen jetzt, dass diese Magnificent Seven ein neues Allzeithoch erreicht haben, praktisch nur wegen Nvidia. Man hat jetzt mal eben knapp 4 Billionen an Marktkapitalisierung gewonnen, alleine im letzten Jahr. Und Nvidia ist jetzt mehr wert als Meta, Tesla, Netflix, AMD, Intel, IBM zusammen. Und da schauen wir mal zurück ins Jahr 1999. Damals war Yahoo der ganz große Schrei. Damals war die Marktkapitalisierung von Yahoo größer als die von Norwegen, Schweden und Dänemark, hat kürzlich jemand bei CNBC gesagt. Okay, was ist das große Risiko also für so einen Dickfisch wie Nvidia jetzt einer geworden ist? Weniger die Nachfrage. Dazu glaube ich, ist die KI-Duselei, die Hoffnung, noch Gold zu finden in diesem Rausch, noch zu groß. Das große Risiko ist Taiwan, weil Nvidia sehr, sehr abhängig von Taiwan ist, wo man ja seine Chips fertigen lässt. However, schauen wir uns mal die Heatmap an für den S&P 500. Dann sehen wir Nvidia über 5%, Apple noch im Plus. Wir sehen Amazon im Plus, wir sehen Google im Plus, das war es dann aber so ziemlich. Einige Energiewerte noch im Plus, sonst sehen wir überwiegend rote Vorzeichen, daher auch der Dow Jones im Minus. Wir sehen den S&P weitgehend unverändert, wir sehen interessanterweise den WIX gestiegen, 2,5%. Wir sehen den Nasdaq im Plus, nicht überragend mehr so im Plus, wie wir es heute noch vorbörslich waren auf Future-Basis. Zu Apple nochmal kurz, if you can't beat them, buy them. Das ist das Motto in Sachen KI offenkundig bei Apple. Hier sehen wir mal, wie viele Akquisitionen im Bereich KI Apple gemacht hat. Klar, man hat das Ganze so ein bisschen verpennt und muss jetzt irgendwie die fehlende Innovationskraft durch Zukäufe versuchen zu kompensieren, die Aktie im Plus, weil heute die Meldung kam, die Shipments, also der Absatz, ist 52% gestiegen jetzt im letzten Monat.
das ist schön für Apple, aber das ist deswegen gekommen, weil man die Preise sehr deutlich gesenkt hat. Das heißt, Apple wird mit diesen mehr verkauften iPhones wahrscheinlich auch nicht so wirklich viel mehr verdienen, weil man eben die Preise gesenkt hat. Jetzt kommen wir aber mal zu dem, was ich meinte mit, wie sehen Bullenmärkte aus? Und Sven Henrik hat das hier gezeigt anhand des sogenannten Value Line Geometric Index, also praktisch der S&P 500, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, wo es keine Unterscheidung zwischen einer Nvidia gibt und einer Aktie, die eine deutlich geringere Marktkapitalisierung hat. Und Sven Henrik zeigt hier, wenn Sie oben mal gucken in diesem Chart, diese weißen Einkreisungen, diese weißen Kreise, das ist, wenn praktisch der breite Markt überkauft ist, die meisten Aktien überkauft sind, dann bildet sich ein Top und dann kommt meistens eine abwärtige Bewegung. Schauen wir uns jetzt mal an, wo der gute Sven die zwei Fragezeichen hingemacht hat. Wir sind bei den allermeisten Aktien gar nicht überkauft, sind irgendwo so im Nirvana, im Nirgendwo, kann man sagen. Gleichzeitig aber sehen wir den S&P, sehen wir den Nasdaq praktisch auf Allzeithochs. Jetzt sagt Sven Henrik, entweder werden diese anderen 493 Aktien irgendwie auch anfangen deutlich zu steigen, oder zweite Variante, das Ganze ist ein riesiges Warnsignal und diese Warnsignale, die häufen sich. Zunächst mal sehen wir, dass nur 296 der S&P-Firmen praktisch ihre Umsätze erhöhen konnten. Das ist so wenig wie seit 2020 nicht mehr. Also wir sehen, das ist jetzt bei den meisten Unternehmen nicht so toll. Und wir haben es beim S&P 500 ja mit den 500 wichtigsten Unternehmen in den USA zu tun. Und die Begründung, warum das wahrscheinlich so ist, dass 46% der Mittelklasse-Amerikaner sagen, sie haben komplett das Sparen aufgehört oder haben ihre Sparwut sozusagen deutlich eingeschränkt. 38% sagen, sie könnten nicht einmal eine Ausgabe von $1000 bewältigen, wenn die überraschend kommt, Waschmaschine geht kaputt etc. Das sind Mittelklasse-Amerikaner, das sind nicht mal die einkommensschwachen Schichten in den USA. Ich hatte kürzlich eine Grafik gezeigt, die klar gemacht hat, dass die Erwähnungen von der Schwäche der Konsumenten am unteren Einkommensende deutlich nach oben geht. Das ist hier die Mittelschicht. Und wenn wir wieder zurückkommen zu den Aktienmärkten, hier mal zum Nasdaq, sehen wir ja praktisch Allzeithoch beim Nasdaq 100, aber weniger und weniger Aktien steigen über ihren 50-Tages-Durchschnitt. Das heißt, die allermeisten Aktien, selbst im Nasdaq 100, geschweige denn im Nasdaq Composite, kommen da überhaupt nicht mit. Das heißt, wir haben keine wirklich gute Marktbreite, könnte man sagen. Jetzt hat Jason Gepfert einen Indikator oder viele Indikatoren, die sozusagen zeigen, ob ein Markt riskant ist oder nicht riskant ist. Und er hat hier zum Beispiel für den Nasdaq Composite jetzt ermittelt, dass es 39 Warnsignalindikatoren gibt. Und er sagt, das ist noch mehr als kurz vor dem Corona-Crash. Das ist nur weniger als 1990, da damals das Peak bei den Märkten, 2000, damals Dotcom-Blasen-Peak und Peak 2007 vor der Finanzkrise, die ja faktisch eine geplatzte Immobilienblase war, wo keiner mehr wusste, wer welche Risiken hat, weil diese Risiken verpackt waren. However, wir sehen also durchaus eine Menge an Warnsignalen und das gilt auch für diese seltsame Divergenz zwischen einerseits dem Dow Jones Industrials, also dem Index Dow Jones, diesem altehrwürdigen Index, und den Transportwerten, die im Dow Jones Transports versammelt sind. Da haben wir jetzt die größte Abweichung seit 2015 und seit 1999. Warum kommen die Transportwerte nicht mit? Das ist die große Frage. Transport ist ja ein Frühindikator. Wenn hier Firmen mehr Sachen verschicken, wenn Konsumenten mehr kaufen, dann muss das transportiert werden. Das zeigt dann, dass wahrscheinlich kurze Zeit später eben die Wirtschaftsdaten besser werden. Das ist hier nicht der Fall. Dann haben wir heute Konjunkturdaten bekommen. Hauspreise steigen weiter. Die sind jetzt um 7,38% in den USA gestiegen. Das ist der schnellste Anstieg seit 2022. Rechts sehen Sie mal
wie die Preise praktisch hier auf ein neues Allzeithoch jetzt steigen. Es wird immer teurer. Das ist bedeutsam, nicht nur, weil das Ganze für dann die Amerikaner immer schwieriger wird zu finanzieren. Wie kann ich so ein Haus finanzieren, wenn die Preise immer weiter steigen? Nein, das ist auch deshalb bedeutsam, weil es bei der Inflationsberechnung die sogenannte Homeowners Equivalent Rent gibt. Also jene Messgröße, die in die Inflationsberechnung maßgeblich einfließt, die besagt, naja, wenn du jetzt nicht ein Haus gekauft hättest, sondern ein Vermieter wärst und würdest dein eigenes Haus vermieten, wie viel Miete würdest du nehmen? Dann richtet sich das natürlich ein Stück weit auch nach den Hauspreisen. Wenn die steigen, steigt normalerweise die Homeowners Equivalent Rent und das geht dann eben in die Inflationsberechnung mit rein. Hier sehen wir, dass eben immer mehr Amerikaner es sich nicht leisten können, ein Haus zu kaufen und sagen, das ist keine gute Zeit, jetzt ein Haus zu kaufen. Das ist der niedrigste oder die unschönsten, die schlechtesten Konditionen für einen Hauskauf laut der Ansicht der Amerikaner, laut einer Umfrage von Gallup seit 1978. Wir hatten heute übrigens auch das Verbrauchervertrauen, war besser als erwartet. 102,0, deutlich besser als die 96,0 erwartet. Wir hatten jetzt drei sehr schwache Monate im Verbrauchervertrauen des Conference Board. Heute mal eine positive Überraschung, aber auch eine Überraschung für die Märkte, was die Inflationserwartungen der Amerikaner betrifft. Die sind nämlich jetzt für das nächste Jahr auf 5,4% gestiegen. Das ist der höchste Wert in diesem Jahr, also der höchste Wert seit Dezember 2003. Und erinnern wir uns, am Freitag haben die Märkte gejubelt, weil in der zweiten Veröffentlichung des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan, praktisch eine Konkurrenzbefragung der Konsumenten, dort die Inflationserwartung ein bisschen runtergegangen ist. Wer hat recht? Schwer zu sagen. However, wir sehen, dass die Fed natürlich darauf reagieren muss, perspektivisch, was wir hier an Preisentwicklungen haben, wie die Dinge an den Aktienmärkten laufen. Und es ist Kashkari, der sich geäußert hat. Klar, jemand aus dem hawkischen Spektrum der Fed, der aber gesagt hat, also wir brauchen many more months von positiven Inflationsdaten, bevor wir die Zinsen senken. Also nicht several, wie es vorher von einigen hieß, sondern oder auch im Fed-Protokoll hieß, sondern many, many more, das heißt viele mehr, das heißt eigentlich mindestens 4, 5, und das würde bedeuten, dass die Fed in diesem Jahr, wenn es nach Kashkari geht, die Zinsen wahrscheinlich gar nicht senkt. Er sagt dann auch ganz klar, wir haben keinen Grund, uns zu beeilen, die Zinsen zu senken. Und er hat dann einen Satz gesagt, den ich für sehr wichtig finde, denn er widerspricht dem, was vor allem Paul gesagt hatte. Ich glaube nicht, dass wir etwas ausschließen sollten an diesem Punkt, denn wir alle sind ja committed, die Inflation auf unser 2%-Ziel nach unten zu bringen. Heißt im Klartext, wir sollten keine Zinsanhebung ausschließen. Das ist ja das, was der gute Jeromy immer wieder versichert. Nein, also das halte ich ja für unwahrscheinlich. Aber schauen wir uns mal an, was das bedeutet, diese Inflation. Seit dem Antritt von Joe Biden sind die Preise um 19,3% gestiegen. Jetzt haben wir die offizielle Inflationsrate bei 3,4%. Klingt natürlich jetzt nicht so dramatisch. Naja, 3,4% Inflation geht ja noch. Aber wenn ich sehe, dass, oder wenn wir sehen, dass eben der Konsument über 19% an Kostensteigerungen hat in, naja, 3 Jahren, nicht mal 3 Jahren, dann ist die ganze Geschichte natürlich schon wieder anders zu werten. Kommen wir nochmal zurück zu den Aktienmärkten. Hier auch nochmal zu diesem Verbrauchervertrauen Conference Board, das wir heute ja bekommen haben. Da werden die Amerikaner auch befragt, naja, wie schaut es denn aus mit Aktien? Werden die steigen, werden die fallen? In dieser Befragung erwarten 48,2%, dass die Aktienmärkte steigen werden im nächsten Jahr. Das ist der dritthöchste Wert in der Geschichte, war nur März 2024 und Januar 2018 höher. Wir kennen ja die Umfrage unter Privatinvestoren AAII, da sind 47% überzeugt, dass die Märkte steigen. Also knapp die Hälfte der Befragten, was ein historisch sehr hoher Wert ist, ist in beiden Befragungen der Auffassung, dass die Dinge nur nach oben gehen können. Und ja, die normative Kraft des Faktischen, die Kurse sind gestiegen, also müssen die Kurse weiter steigen. Das ist ja der Rückschluss, den die meisten Leute machen. Was in der Vergangenheit so gelaufen ist, wird auch in der Zukunft so laufen, aber das ist nicht immer so, wie wir aus Erfahrung wissen sollten. However, wenn jetzt diese Woche positiv wird,
dann wäre das von, dann hätten wir 24 positive Wochen von den letzten 31 Wochen. Das wäre ein neuer Rekord, den wir nur zuletzt nochmal überboten hatten im Jahr 1963, meine Damen und Herren. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Also da herrscht durchaus eben dieser Optimismus, den wir sehen. Und hier zum Beispiel Game of Trade sagen, ja, also das ist nach wie vor eine bullische Struktur. Der Markt müsste eigentlich weiter nach oben gehen, wenn wir das hier so sehen. Kann ja alles sein, ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Auch wenn wir diese Warnsignale haben, die Warnsignale manifestieren sich, bauen sich auf, brauen sich zusammen. Und oft ist es so, dass dann scheinbar aus heiterem Himmel die Dinge ein bisschen schwieriger werden. Eins wissen wir aber, dieser Bullenmarkt ist auch praktisch ohne Volumen hier passiert, vor allem die Anstiege der letzten Tage. Schauen wir uns das mal an hier beim SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, 41 Millionen, 57 Millionen, 55, 45, 33, 37, das sind minimale Volumina. Es fühlt sich sommerlochiger an als im tiefsten Sommerloch im August. Also von wirklich Volumen ist dieser Anstieg nicht getragen. Kommen wir nochmal zurück nach Europa. Wir waren in den USA, jetzt kommen wir nach Europa, meine Damen und Herren. Hier sehen wir das, oder wir haben ja gesehen, wie Kashkari sich jetzt geäußert hat. Andere FED-Mitglieder haben es ähnlich gesagt, vielleicht nicht ganz so hawkisch, aber ähnlich. Während eben die EZB sagt, ja Kinder, wir werden im Juni die Zinsen anheben. Und jemand wie der Franzose Villeroy sagt, naja, wir könnten ja vielleicht dann im Juli gleich nochmal Zinsen senken. Wir könnten im Juli ja dann nochmal vielleicht gleich hintereinander die Zinsen nochmal senken. Die Deutschen Schnabel und Nagel warnen davor. Die Frage ist, werden sie sich durchsetzen? However, wenn wir uns mal die deutsche Wirtschaft anschauen, die deutschen Firmen anschauen, dann sehen wir, dass wir den größten Anstieg vor allem im verarbeitenden Gewerbe von Firmenschließungen haben, 8,7%. Hier der Anstieg zum Vorjahr forschungsintensive Industrie 12,3%. Wir haben die größte Anzahl von Firmenschließungen seit 2004. 2004 war noch so im Gefolge des Platzens der Dotcom-Blase. Und fast 90% der Firmen machen, ohne offiziell Insolvenz anzumelden, einfach dicht. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal genaue Informationen, was das alles bedeutet, wie sich sozusagen die Situation hier weiterentwickelt. Wir haben ein, wie Kreditreform sagte, die Daten ermittelt haben, ein leises Industriesterben. Dieses Sterben wird aber vielleicht immer lauter, wenn die mehr Leute merken, hups, mein Job ist in Gefahr. Das Ganze wird jetzt nicht mehr so einfach. Wir sind also auf 19-Jahres-Hoch. Das als erste Empfehlung bitte gerne weiterempfehlen als Artikel, wenn Sie Freunde, Bekannte haben, wo Sie meinen, das könnte die auch interessieren. Und interessant ist auch Silber im Höhenflug, warum das Edelmetall sogar Gold überflügelt und wie hoch kann es bei Silber gehen? Das ist die Frage. Zweite Empfehlung. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.